Aber solange die Wels noch vor der Schleuse schwimmt, ist ein... Aber wenn ich... Ja, hoffe ich. Das bringt nichts. Hagebutten sind cool. Die behalte ich besser. Und gute Nacht. Was hast du denn da gerade ins Wasser gekippt? Nichts. Was kleine Mäuse müde macht, kann doch für einen gigantischen Wels nicht schädlich sein. Das hoffe ich zumindest. Hervorragend. Erster Mark, Jerry. Bitte öffnen Sie die Schleuse mittels der Schleusenöffnungsvorrichtung, die hinter diesem Turm installiert ist. Hinter dem Turm? Sieht tatsächlich so aus, als könnte man hier Schleusen öffnen. Entweder das oder ein paar Raketen abfeuern. Probieren wir es doch einfach mal. Ich lasse Ihnen den Vortritt auf der Jungfernfahrt unserer RV Blattgold. Leine los! Steuerbord! Backbord! Lasst ihn über die Planken gehen! Besser, ich übernehme als Kapitän mal die Steuerung und du bist mein erster Mann. Hätte ich einen Papagei auf der Schulter, der nach jedem Satz bestätigt, dass ich recht habe, wäre ich jetzt bestimmt der Kapitän. Wer flößt auf den Bach hinab? Oh nein, nicht schon wieder der. Wasserstraßenbaut, 400 Lauftaler. Du meinst wohl Maut. Drollig. Ja, ja, klug und drollig und begabt. Meine Mausesitterin Anja sagt das auch immer. Sackgasse! Außer ihr zahlt 400 Laubtaler fürs Flößen. Unter meiner Brücke flößt man nur gegen Gebühren durch. Winkelagerei? Nein, nein, diese Kinder. Wir haben früher auch solche Sachen aufgeheckt. Da muss man als Erwachsener auch mal ein Auge zudrücken können. Aber vielleicht sollten sie ausnahmsweise mal die Geduld verlieren. Und dem kleinen Rechtdachs mal zeigen, wo der Hammer hängt. Dachs? Aber der kleine Hundert ist doch eine Maus. Das macht ihr Racker am besten unter euch aus. Ich hau euch einfach zu. Wie geladen rein, wie drollig. Ich werde mir was überlegen müssen. Schon wieder. Mein Kaffee ist abgekühlt. Wertlos! Wasserstraßenbau! 400 Lauftaler! Außer für mich! Und vielleicht meine Mausesitterin Anja. Sie sagt, ich bin ein begabtes Kind. Wertlos! Wasser aus! Und sie sagt... Wertlos! Ab und sie sagt... Wertlos! Ab und sie sagt... Wertlos! Ab und sie sagt...
Unter meiner Brücke. Ich werde mir was überlegen müssen. Schon wieder. Wegelage rein. Dann, ja. Da, was ist das echt wichtig? Hagebutten sind cool. Ich habe hier ein kleines Geschenk. Was? Was? Wieso? Ach so. Oh, natürlich ist das ein Problem. Nein. Einmal heißer. Schade, dass ich keinen Kaffee. Mein Kaffee ist abgekühlt. Wertlos! Ab! Sie sagt. Ein Patron. Was ist das denn? Sitzt ganz fest. Keine Ahnung. Ein Stopp bringt hier nichts. Nein, ich bin besser vor. Nein. Das bringt. Baldrian-Tropfen helfen mir. Baldrian.
Sie sagt... Da hängt eine Nachricht an der Tür. Bin auf großer Forschungsreise über die Gewässer dieser Erde. Erwartet mich in 3 Monaten zurück. Liebe Grüße, Spitzweg. PS, zu meiner Rückkehr würde ich mich sehr über Anjas vorzüglichen Kürbiskernkuchen freuen. Meinen einzigen Laubtaler gekostet. Tut mir leid, aber ich möchte lieber nicht mehr Bohrmaus für die Napfküchlein sein. Jetzt steckt die Einladung im Umschlag. Der Marquis sagt, ich darf sie nur auf einen verschlossenen Umschlag kleben, in dem die Einladung steckt. Der Umschlag klebt nicht mehr. Ich kriege ihn nicht zu. Die alte Einladung steckt sich. Der Umschlag. Nein. Baldrian-Tropfen hätte. Wie seltsam. Ich dachte. Eine Mann läuft und anschließend ganz eindeutig, damit bin ich. Nein, den behalte ich. Nein, den behalte ich. Nein, den behalte ich. Die behalte ich besser. Hey, du! Das ist Privatbesitz! Ist das nicht eine super Wäsche und wir bekommen? Nein, oh. Den behalte ich.
Nein. Nein, den behalte ich. Nein, den behalte ich. Nein, den... Nein, den behalte ich. Nein, den behalte ich. Kostenloser Käse. Leider. Leider ist er schon steinhart. Nein. Zu stumpf. Das bringt nichts. Haha! Das hat doch mal geklappt. Riecht käsig. Ist das? Kannst du das für mich ausliefern? Gerne, aber ohne versiegelten Umschlag und Briefmarke darf ich das leider nicht annehmen. Mein Chef, der Postbiber, achtet da ganz, ganz genau drauf. Und seit unser Postamt am Fluss unter Wasser steht, wird er noch schneller sauer als sonst. Wertlos! Wasser außer für Unfälle! Sie sagt... Wertlos! Wasserstraßenbaut außer für mich! Und vielleicht meine Mausesitterin Anja! Sie sagt, ich bin ein begabtes Kind! Nein! Nein, ich bin besser. Ein Stock bringt hier nichts. Da muss man nichts ab. Da muss man... Wertlos! Und? Sie sagt... Oh.
Nein. Nein. Bäh. Wieso muss ich eigentlich hier draußen Wache stehen, während du Spaß haben darfst? Nein. Sekunde. Willkommen Nein. zurück. Bis später. Pass auf dich auf. Nein. Nein, den behalte ich. Nein, den behalten. Das bringt nichts. Nein, ich bin... Nein.